Hallo zusammen. Ich bin müde. Das war echt ein anstrengender Tag. Ich gehe jetzt schlafen. Moment. Da habe ich noch was vergessen. Ja, also nicht, dass ich meine Klamotten noch anhabe. Das habe ich auch vergessen vor lauter Müdigkeit. Aber noch was ganz anderes, weil ich gehe eigentlich gar nicht einfach so ins Bett und dann ist gut, sondern vorher werde ich noch einmal still. Weil das ist doch schade, dass ein Tag einfach so wieder vorbei ist und ich möchte nicht, dass der so einfach verloren geht. Deshalb denke ich jetzt daran, dass ich hier gar nicht allein bin, wenn ich schlafe, sondern dass alles, was ich tue, was ich mache, wo ich jetzt bin, vor Gott ist, dass der immer bei mir ist. Und jetzt möchte ich mir mit seiner Hilfe den Tag nochmal angucken. Natürlich nicht alles, weil dann käme ich nicht zum Schlafen. Aber ich schaue doch noch einmal, was war heute eigentlich alles Schönes? Was habe ich erlebt? Was habe ich schöne Sachen gesehen? Zum Beispiel draußen im Garten. Welche netten Menschen sind mir begegnet? Wo habe ich Freude gehabt? Wenn ich ganz genau gucke, gab es da schon einiges. Und so war dieser Tag heute nicht irgendein Tag, sondern ein besonderer Tag. Auch wenn jetzt nichts ganz Riesiges, Tolles passiert ist, aber viele kleine, schöne Sachen. Und alles sind Spuren. Letztlich auch der Liebe, die Gott zu uns hat. Durch viele kleine Sachen hat der mich heute beschenkt und jeden von euch sicherlich auch. Daran denke ich jetzt. Aber ich denke auch an die Sachen, die heute nicht so schön waren, wo ich mich geärgert habe über mich selber, ja, aber auch manchmal über andere. Und ich möchte versuchen, jetzt nicht mehr wütend zu sein oder böse auf irgendjemand, weil das braucht man doch gar nicht. Gott möchte uns jeden Tag ein Stück weiter wachsen lassen. Wir sind ja nicht fertig. Manche Menschen sind klein, manche Menschen sind groß, aber wachsen tun wir vor allem hier im Herzen jeden Tag bis an unser Ziel. Und deshalb darf ich jetzt auch auf das schauen, was nicht so schön war. Vielleicht stößt mich das ja auch ein bisschen an, dass ich dadurch etwas gelernt habe. Und ich darf Gott alles erzählen, auch das, worüber ich traurig bin. Also, worüber ich traurig bin, mich ärgere, was nicht so schön war. Auch auf das möchte ich jetzt noch einmal gucken. Und ich weiß, dass auch da, wo es nicht so schön war, Gott bei mir war und mir im Herzen Kraft geben möchte. Und dafür bin ich dann auch dankbar. Ja, und wenn ich das alles so angeschaut habe, dann merke ich, Mensch, dieser Tag, der jetzt hinter mir liegt, das war doch ein besonderer Tag. Und die Dinge, auch wenn sie ganz klein waren, die besonders waren, die will ich jetzt nicht vergessen, sondern die nehme ich mit nach morgen und in die nächsten Tage. Denn heute bin ich wieder ein kleines Stückchen in meinem Herzen gewachsen, mit Gott zusammen. Der schenkt uns dafür die Kraft. Also, dann jetzt wirklich gute Nacht.